Flüchtlinge voraus. Was jetzt? Monatelang hat sich das Team der Sea-Watch darauf vorbereitet. Doch jetzt wird es ernst. Außer dem Flüchtlingsboot ist weit und breit kein anderes Schiff in Sicht. Der erste Einsatz für die Sea-Watch nahe der libyschen Küste. We have one rubber boat in front of us. Our position is 1-3 degrees. Kurze Meldung ans Seenotrettungszentrum in Rom. So haben sie es ausgemacht vor ihrer Mission. Denn die Sea-Watch ist auf Hilfe angewiesen. Das Schiff ist viel zu klein, um selbst Flüchtlinge an Bord zu nehmen. Okay. Aufs Beiboot darf nur die Rettungscrew und kein Kameramann. Das könnte die ganze Aktion gefährden. Deshalb filmt einer der Helfer. An Bord, alles Männer, keine Verletzten. Die sind seit 2 Tagen hier, seit 2 Tagen. Alles verstanden. Sie kommen ein bisschen näher und bleiben dann auf Position. Okay. Das Boot fährt nicht mehr. Offenbar ist der Motor kaputt. Die meisten Boote werden nur noch so ausgerüstet, dass sie 24, 26 Meilen halten. Entweder brechen sie auseinander oder die Motoren versagen. Die haben oft gar keinen Sprit mehr. Drinnen bereitet sich Frank Dörner auf den Notfall vor. Verletzte, die der Arzt zumindest erst versorgen kann. Für mehr ist die Sea-Watch nicht ausgestattet. Dörner nutzt die freie Zeit vor Antritt einer neuen Arbeitsstelle, um zu helfen. Die Bilder der vielen Toten im Mittelmeer ließen ihn nicht los. Mit dem, was ich kann, kann ich versuchen, wenigstens etwas zu tun, was eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Initiative ist. Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es kann Dinge bewirken und es kann vor allen Dingen politischen Druck aufbauen, hoffentlich. Und dazu führen, dass, dass sich über kurz oder lang die Situation verändert. Auch die Ärztin Katrin Schwanitz will dem Sterben auf dem Meer nicht länger tatenlos zusehen und hat sich 2 Wochen Urlaub genommen. Solange halt Menschen diesen beschwerlichen Fluchtweg auf sich nehmen und versuchen, übers Mittelmeer mit kleinsten Schlauchbooten zu kommen, sollten wir denen auch helfen, damit sie auch eine Chance auf ein besseres Leben haben und nicht auf dem Weg in ein besseres Leben ertrinken müssen. Und deswegen bin ich hier. Da möchte ich helfen und nicht nur drüber reden. Okay. Erstmal die Rettungswesten verteilen. Selbst die haben die Schlepper ihnen nicht mitgegeben, obwohl sie mehrere hundert Euro für die Überfahrt bezahlt haben. Und die meisten hier können nicht schwimmen. Wer aus dem Boot fällt, hat kaum eine Chance. Es ist ruhig. Gespenstisch ruhig. Die Stimmung angespannt. Bleibt ruhig, meint einer. Wohlwissend, eine falsche Bewegung und sie alle könnten ertrinken, obwohl die Rettung so nah ist. Die Sea-Watch wartet auf Unterstützung. Doch weit und breit kein anderes Schiff. Deutsche Marineboote haben die Helfer schon gar nicht gesehen. Warum macht man dieses Theater mit den Kriegsschiffen hier, wenn sie doch keinem Menschen helfen wollen? Sonst würden sie ja hier unten langfahren. Dann würden sie hier an der 24-Meilen-Zone patrouillieren, würden die armen Teufel aus dem Wasser fischen. Aber das tun sie nicht. Die liegen in Sizilien im Hafen. In Sizilien im Hafen liegen die und schützen die EU-Außengrenzen. Nach 1,5 Stunden kommt endlich Hilfe. Es ist ein Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen, das die Schiffbrüchigen an Bord nehmen und nach Italien bringen wird. Fast 2000 Menschen sind ertrunken, seit Italien sein Rettungsprogramm Mare Nostrum eingestellt hat. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hat übernommen. Mit weniger Geld, weniger Schiffen, einer neuen Mission. Nicht retten, sondern Grenzen schützen. Die Flüchtlinge kommen trotzdem und überleben nur, weil es Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Sea-Watch gibt. Ein Boot von Ärzte ohne Grenzen bringt Mitglieder der Crew zur Sea-Watch zurück. Auf Wiedersehen. Okay. Thank you. Thank you. Ciao, Männer. Ciao. Ciao. Alle atmen auf. Sie wissen, das hätte auch anders ausgehen können, wären die Flüchtlinge nicht so ruhig geblieben.
da an Bord gehen zu können oder so, das ist fast unmöglich. Weil man hat schon gesehen, sobald da ein bisschen Unruhe war, ging es schnell, dass dann doch eher einige aufgestanden sind. Und dann ging auch zwischen denen eine ganz komische Dynamik ab, wirklich, dass es zu Schlägereien fast gekommen ist. Aber das zeigt nur, wie hoch dieser Adrenalinspiegel da ist und wie schnell sowas explodieren kann. Ein Boot, wie es häufig von Schleppern benutzt wird. Eine Todesfalle, wenn keine Hilfe kommt. Wer genau hinsieht, erkennt die schlechte Qualität. Billige Motoren, die nach ein paar Seemeilen aufgeben. Poröses Gummi. Ja, das ist so schon total instabil. Du siehst ja schon, wie der Außenborder und die Außenwand. Ja, ja, das verdreht sich alles. Verdreht. Ja. 120, 140, 180 Liter Sprit sind da noch. Hier ist überall Sprit auf dem Boden. Das ist alles voll mit Benzin hier. Die 75 Flüchtlinge hatten Glück, dass das Meer so ruhig blieb. Jede höhere Welle hätte das Boot umkippen können. Doch trotz der Gefahr wollten sie weg aus Libyen. Es muss da zurzeit die Hölle sein. Man muss sich vorstellen, dass die Leute dort mehrere Monate eingekerkert gesessen haben. Die sind in der Regel mit vielen, vielen Menschen in einem einzelnen Raum untergebracht, weggeschlossen über Monate, bis dann eben so ein Drecksboot eintrifft, auf das sie verfrachtet werden. Und trotzdem haben sie ganz laut gerufen, wir gehen nicht nach Libyen, eher sterben wir hier auf dem Mittelmeer, wir gehen nicht zurück nach Afrika. Also schon der Hammer, was Menschen auf sich nehmen. Das heißt, die Entscheidung war ganz klar, lieber sterben wir hier auf dem Meer, als dass wir zurückgehen nach Libyen. Respekt. Nach dem Einsatz sind alle erschöpft. Doch die Sea-Watch ist so klein, dass alles gleich wieder aufgeräumt werden muss. Im Motorraum überprüft Maschinist Mike den Antrieb. Auf dem alten Kutter geht ständig was kaputt. Und seine Verletzung zeigt, wie schnell Unfälle in der Enge passieren. In der Kombüse kochen heute die Ärzte für alle. Auch hier ist es eng. Trotzdem, wenigstens einmal am Tag gemeinsam essen, das ist auch wichtig für die Stimmung an Bord. Bis spät in die Nacht reparieren sie das Beiboot. Ohne es läuft kein Rettungseinsatz. Sieben Mann Besatzung plus ein Reporter reichen kaum aus, um die Aufgaben an Bord zu bewältigen. Die Brücke muss rund um die Uhr besetzt sein. Sie wechseln sich ab. Nachts in 4-Stunden-Schichten, tagsüber im 3-Stunden-Takt. Das zehrt an den Kräften. Alle sind müde hier an Bord. Was ist, wenn wir jetzt einen Einsatz haben, der noch 9 Stunden dauert? Das schaffen wir nicht mehr. Die Konzentration ist weg, das schafft keiner mehr von uns. Und wir brauchen 100%ige Konzentration, weil sonst geht was schief. Dann fällt jemand ins Wasser, dann verletzt sich jemand, dann können wir gar keinem helfen. Schneller als erwartet, der nächste Einsatz. Hier auf dem Meer, nordöstlich von Tripolis, herrscht Hochbetrieb. Offenbar nutzen die Schlepper das ruhige Wetter. Alter, was für ein Stand, ey. Kein Tag ohne Einsatz. Und von Frontex oder Marine keine Spur. Diesmal ist schon von weitem klar, es wird gefährlich. Für Retter und Schiffbrüchige. Das Boot ist nicht nur völlig überfüllt, es leckt bereits. Die Menschen brauchen dringend Schwimmwesten. Bange Minuten des Wartens. Sag ihm, wir haben Sichtkontakt. Wir haben Sichtkontakt. Nach kurzer Zeit hat jeder zumindest eine Rettungsweste. Doch die Gefahr ist nicht gebannt. Jetzt läuft die Zeit und jetzt arbeiten wir gegen das Sterben. Das haben wir auch mit den Jungs da vorne ziemlich klar gesagt. Also wenn es hier zu Stress kommt, dann müssen wir zurück. Das ist eure größte Gefahr, ist, dass ihr jetzt anfangt, euch hier zu kloppen. Und dann könnt ihr ertrinken. Es sind so viele Menschen im Boot und es beginnt zu sinken. Sie brauchen die Rettungsinseln. Doch die öffnen sich nicht so wie gedacht. Es rächt sich, dass die Sea-Watch keine neuen Rettungsinseln kaufen konnte. 5.000 Euro für eine Insel waren einfach nicht drin. Stattdessen ausgemusterte für 200 Euro. Mehr als 120 Flüchtlinge stehen eng zusammengedrängt auf dem Boot. Sie müssen warten und durchhalten, denn die Rettungsinseln sind beim Aufblasen mit Wasser vollgelaufen.
von der Sea-Watch abkoppeln. Solange nur Frauen sind, kontrolliert werden. Schließlich können sie, völlig erschöpft, in die rettenden Inseln klettern. Die Crew muss dabei aufpassen, dass keiner in Panik gerät oder alle auf einmal rüberspringen. Die Frauen kommen zuerst. Do you have the position? Or shall I give you the position again? Noch immer ist kein anderes Schiff, das helfen könnte, in Sicht. Inzwischen ist das Schlauchboot halb entladen und kann, ohne Gefahr zu kentern, herangeschleppt werden. Der Arzt Frank Dörner versucht immer noch, die Menschen zu beruhigen. Denn jeder will als Erster auf die Rettungsinsel. Viele sind vom langen Stehen erschöpft und brauchen Wasser nach den vielen Stunden in der prallen Sonne. Es gibt auch Verletzte. Die Messe wird zur Notaufnahme. Dieser schwerverletzte Mann ist bewusstlos, hat offenbar innere Blutungen. Katrin Schwanitz kann ihn nur notdürftig stabilisieren. Er muss dringend ins Krankenhaus, so die Ärztin. Sonst stirbt er. Sie haben sich gerade gemeldet, aber dann gesagt, einen Moment bitte. Es ist eine Situation zum Verzweifeln. Laut Seenotrettungszentrum wird es noch fast 5 Stunden dauern, bis ein Schiff zur Hilfe kommt. Die Flüchtlinge und die Crew müssen in der sengenden Hitze ausharren. Kapitän Ingo Wert hat ein kleines Mädchen mit auf die Brücke genommen, damit sie in Sicherheit ist. Dass es so lange dauert, bis Hilfe kommt, macht ihn zornig. Es gibt hier keine Schiffe. Alles, was Frontex sagt, alles, was Frontex erzählt, ist alles gelogen. Kaum vorstellbar, dass all diese Menschen auf dem Schlauchboot waren. Endlich, nach 6 Stunden bangen Wartens, die erlösende Nachricht. So, Friends, the big vessel is coming. Takes about another 20 minutes. It's right behind us. Everybody is safe. Everything is all right. Die italienische Küstenwache hat Schnellboote aus Lampedusa geschickt. Die Flüchtlinge sind dankbar für die Hilfe der Sea-Watch. Treiben lassen, versenken. Fürs Erste sind sie gerettet. Die Küstenwache wird sie in ein Aufnahmelager in Italien bringen. Auch ein Kleinkind ist dabei. Vor ihrer Flucht waren viele Menschen mehrere Monate in Libyen im Gefängnis. Einige wurden misshandelt. Dieser Mann erzählt, dass man ihm das Handgelenk gebrochen hat. Erst einmal sind sie in Sicherheit. Doch was erwartet sie? Wenn wir nicht gekommen wären, wären die Leute auch gestorben. Das heißt, wir haben dafür einfach gesorgt, dass Menschen jetzt leben und nicht ertrunken sind. Und dafür hat sich dieses ganze Projekt, die ganze Arbeit, die wir auch reingesteckt haben, einfach absolut gelohnt, hundertprozentig. Geschafft, 600 Menschen zu retten, und wir hatten überhaupt gar kein Know-how, aber wir haben diese Situation gemeistert, und ich glaube, der allerwichtigste Umstand ist, es ist kein Mensch gestorben. 137.000 Menschen sind allein in der ersten Jahreshälfte übers Mittelmeer nach Europa geflohen. Fast 2.000 starben dabei. Doch das sind nur die, die gefunden wurden. Ohne die freiwilligen Helfer würden sicher noch mehr Menschen sterben. Dabei sind Organisationen wie Sea-Watch viel schlechter ausgestattet als die offiziellen Missionen der EU. Nur die haben mittlerweile offenbar einen anderen Auftrag. Sie sollen Grenzen schützen und nicht Menschen helfen. Deshalb ist es so wichtig, dass Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch und andere da sind.